Hallo, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie aus dem sächsischen Versailles. Ich habe hier eine romantische Verabredung mit einer Pomeranze mit Orangenhaut. Und wenn Sie das jetzt uncharmant finden, ist es nicht. Dieses Früchtchen sieht so aus. Und was es damit auf sich hat, das erfahren Sie heute bei MDR vor Ort. Hallo zusammen. Ja, das sächsische Versailles, das befindet sich zwischen Pirna und Dresden, heißt eigentlich Barockgarten Groß-Sedlitz. Und mein Früchtchen und ich, meine kleine Pomeranze und ich, freunden uns immer mehr an. Mir ist gesagt worden, ist nicht unbedingt zum Anbeißen, aber Balsam für die Nase. Und wo wir gerade schon bei Balsam sind, treffe ich schon Frau Dr. Simone Balsam, Kunsthistorikerin und Organisatorin der Sächsischen Zitrustage. War eine Überleitung, oder? Das stimmt so. Mein Früchtchen fühlt sich viel wohler im Kreise der Familie. Ich leg's mal zurück ins Körbchen. Was haben Sie denn da alles Schönes? Wir haben hier verschiedene Zitrusfrüchte. Und wir wollen bei den Zitrustagen zeigen, wie viel Verschiedenes es gibt und unter anderem auch verkosten lassen, dass es ganz unterschiedliche Geschmäcker dabei gibt. Ja. Warum haben Sie sich denn gerade der Zitrusfrucht verschrieben? Ist es so, sauer macht lustig oder was war der Hintergrund? Ach, das ist eine längere Geschichte eigentlich. Wir haben doch keine Zeit. Habe ich mich verschrieben, weil ich eine Dissertation über Orangeriebauten geschrieben habe. Und so bin ich zu den Zitrus gekommen. Sie mochten einfach die Gebäude, ne? Auch, ja. Groß-Sedlitz ist wunderbar. Auf jeden Fall. Übrigens nicht nur Groß-Sedlitz ist wunderbar. Sie glauben es vielleicht nicht, weil Sie den Geruchsknopf an Ihrem Fernseher nicht aktiviert haben, aber... Ich hatte jetzt eine Weile lang die Pomeranze hier in der Hand. Das ist schon unglaublich, welches Aroma die so verströmen. Also schon alleine Nasenmenschen sollten auf alle Fälle herkommen. Jetzt muss ich Sie aber ja noch mal fragen, die Idee, etwas wie die Zitrustage zu machen, ist ja Hand aufs Herz eigentlich geklaut, oder? Ein bisschen, aber die geklauten Ideen sind ja vielleicht immer die besten. Woher ist sie geklaut? Wir haben die Idee aus Wien übernommen. In Schönbrunn gibt es die Wiener Zitrustage, jetzt schon viele Jahre. Und wir kennen uns im Kollegenkreis und haben gedacht, Groß-Sedlitz ist eigentlich der ideale Ort dafür, um das in Deutschland auch zu zeigen. Und mittlerweile gucken die Wiener ganz schön neidisch nach Groß-Sedlitz und sagen, irgendwie sind die fast besser als das Original. Würden Sie natürlich nie zugeben, da sind Sie viel zu bescheiden, ja. Vielen lieben Dank. Haben Sie denn heute auch schon so Ihr kleines Lieblingsschmeckerchen zum Beispiel gefunden? Wir haben Zitrusfrüchte verkostet, aber ich wollte die ganze Zeit schon eine Zitronensuppe oder eine Orangensuppe probieren, aber ich bin nicht dazu gekommen. Dann haben Sie jetzt die Zeit. Erstmal vielen lieben Dank, Frau Dr. Balsam. Ja, und es ist natürlich so, dass es in Sachsen, in den Herrscherhäusern, einen regelrechten Orangenkult gab. Wo kam der her? Wer hat ihn begründet? Fragen über Fragen. Und die klären wir jetzt. Frage: Wer ist schuld am Orangenkult in Sachsen? Na, der da. August der Starke. Wer sonst? Der barocke Kurfürst hatte aus zwei Gründen einen Faible für die Bitterorange, die Pomeranze. Erstens: Das war damals natürlich ein Zeichen von Wohlstand, von Reichtum. Das war unglaublich schwierig, damals Orangen über den Winter zu bekommen. Und zweitens, weil August aus PR-Gründen tief in die Mottenkiste der griechischen Sagenwelt griff. August der Starke verglich sich mit Herkules. Und eine der großen Aufgaben, die Herkules zu lösen hatte, war es, die Äpfel, Pomme auf Französisch, Pomme d'Orange, Pomeranzen, aus den Gärten der Hesperiden wegzuholen. Die Hesperiden waren Nymphen, die die goldenen Äpfelchen der ewigen Jugend bewachten. Herkules hat sie gepflückt, die Äpfelchen. Pomeranzen pflücken war Augusts ausgebautes Hobby. Apropos bauen, Orangerien sammelte er wie Perlen an einer Schnur. Pillnitz, Zwinger und eben der Barockgarten von Groß-Sedlitz. Keine Zitrusfrucht, die es hier nicht gibt. Heute stellt Groß-Sedlitz für das Schlösserland Sachsen, für sich und für den Dresdner Zwinger mit gleich zwei Orangerien das Pomeranzen-Winter-Hauptquartier.
der Zwinger in Dresden. Er war mal von August als die Mutter aller Orangerien geplant. Nur überwintert hier heute Porzellan statt Pomeranze. Hier ist der Ursprung aller Orangen, Orangengärten, Orangerien von Sachsen. Das weiß vielleicht gar nicht so jemand, auch mancher Dresdner nicht. So viele Orangen im Zwinger damals, da haben einige hundert, an die 1000 Orangenbäume gestanden. In Groß-Seelitz nicht ganz so viele, da haben sie aber teilweise überwintert. Die ganze Ostraallee in Dresden, da stand eine Orangerie hinter der anderen. Unglaublich. Und das zeigte natürlich, das kann ich mir leisten. Augusts Traum von einem Sachsen voller Pomeranzenparadiese ist ein süß-saures Erbe. Das hat der Steuerzahler nun davon, zum Beispiel Schloss und Park Pillnitz. Auch heute noch etwas, was sich eigentlich nur ein Freistaat leisten kann? Da haben Sie ganz recht. Wir haben sehr viele Orangen und wir haben auch die älteste Orange, den ältesten Orangenbaum, unseren Methusalem, so nennen wir ihn. 1732 hat August der Starke eine Expedition nach Nordafrika geschickt und dort hat man unter anderem auch wertvolles Orangenholz hierher gebracht. Und diese Stämme waren in feuchte Tücher gewickelt und die haben sich doch hier auf der langen Rückreise kleine Wurzeln gebildet und dann hat man die einfach eingepflanzt und man kann diesen Methusalem noch heute jedes Jahr hier im Schlosspark bewundern. Das ist er, der älteste Orangenbaum im deutschsprachigen Raum, knapp 300 Jahre alt. Und da ist Leben drin, eine Amsel brütet im botanischen Superlativ. Der Baum hat einen Vogel, einen Sprung in der Schüssel und noch immer Pomeranzen. Der Baum hat einen Vogel, einen Sprung in der Schüssel und immer noch Pomeranzen. Also ob das auch nicht nur auf den Baum, sondern auch auf den Gärtner zutrifft, das müssen wir mal rauskriegen. Da ist nämlich einer, Jörg Siering aus Pillnitz. Sprung in der Schüssel, einen Vogel, haben Sie? Ich kann mich damit begnügen, ja. Auf jeden Fall haben Sie Pomeranzen und das ist schon mal das Gleiche mit dem Baum. Jetzt frage ich Sie mal als Gärtnermeister. Es gibt doch sicherlich Bäumchen oder Pflanzen, die sind weniger anspruchsvoll als Ihre Schätzchen. Warum haben Sie sich trotzdem den Pomeranzen und ihren Familien verschrieben? Das mediterrane Flair hat in Pillnitz eine lange Tradition. Schon seit August den Starken werden dort solche Pflanzen kultiviert und ausgestellt. Und das ist natürlich ein besonderer Effekt. Und dafür haben wir uns gefunden. Jetzt hat August der Starke ja nicht unbedingt im Geld haushalten müssen und hat sich einfach mal eine schöne Orangerie hingebaut. Wenn ich als Otto-Normalverbraucher sage, ich hätte auch gerne ein Orangenbäumchen, was mache ich denn da? Sie kommen in den Pillnitzer Pflanzenmarkt oder hierher zu den Zitrustagen und da können Sie welche kaufen, in allen Preislagen. Und zu Hause muss ich dann ins Wohnzimmer räumen, weil die es gerne kuschelig haben? Nicht unbedingt. Im Sommer können Sie draußen stehen, im Winter brauchen Sie einen kühlen und hellen Platz. Zwischen all diesen Zitrusfrüchten, deren Namen ich noch nicht mal alle gehört habe, ich habe heute schon ganz schön viele Sachen kennengelernt, die waren für mich völliges Neuland. Haben Sie denn auch so ein Lieblingsschätzchen? Das kann man sagen. Die Kumquat mit diesen vielen Früchten sind natürlich was ganz Besonderes. Und die kann man auch essen. Also das ist eine tolle Pflanze. Ich bin ja immer davon ausgegangen, man kann die alle essen. Heute habe ich mir sagen lassen, lieber nicht. Manche von denen sind verdammt bitter. Manche riechen mehr, als dass sie schmecken. Wie ist das denn bei Ihnen zu Hause? Gibt es da an Südfrüchten quasi nur Sachen, die Sie selbst gezogen haben? Oder kommt auch mal ein Apfel oder eine Banane auf den Tisch? Genau. Eine große Vielfalt, wie immer. Man soll sich vielfältig ernähren und da gehört das mit dazu. Aus Italien, sagten Sie, kommen ja viele dieser wunderbaren Pflanzen. Sind Sie auch ein Italien-Liebhaber oder nehmen Sie dort einfach nur gerne die Botanik mit und sind ansonsten eher zu Hause? Italien hat uns gelockt und dort haben wir alles gefunden, was wir suchen. Herrlich. Also, er geht gerne auf große Reise und da haben wir wieder, vielen lieben Dank, eine Gemeinsamkeit mit unseren Pomeranzenbäumchen. Die haben nämlich ein Winterquartier und zwar hier, Barockgarten Groß-Seelitz. Im Sommer allerdings, da machen Sie sich auf die lange Reise in den Dresdner Zwinger. Das können Sie natürlich nicht alleine, so mobil sind Sie nicht. Aber Sie werden gleich den Berufsstand des Orangeurs kennenlernen. Und was der macht, schauen Sie mal. Ganz behutsam wird Bäumchen für Bäumchen aus der Groß-Seelitzer Orangerie gebracht. Eine Knochenarbeit, die Kübelpflanzen wiegen fast 100 Kilo. Steffen Papst, der Orangeur, betreut die Pomeranzen in ihrem Winterquartier. Erst nach den Eisheiligen dürfen sie in den Dresdner Zwinger umziehen. Beim Transport muss man darauf achten, dass also die Pflanzen möglichst vorsichtig transportiert werden. Also wenn man die Pflanze jetzt mal ankippt oder so, möglichst nicht am Stamm anfassen, sondern immer versuchen, irgendwo am Kübel zu heben.
15 Jahre alt sind die Bitterorangen, die aus Italien stammen. Seit gut 3 Jahren sind sie in Sachsen heimisch und haben gehobene Ansprüche an den Boden. Buchenlauberde soll das eigentlich sein, die mindestens 3 Jahre abgelagert ist. Dann ist noch verrotteter Pferdemist dabei. Da ist Torf mit drin, da ist Lava mit drin, da ist Lehm mit drin. Ja, Sand und man kann auch etwas Dünger noch mit reinmischen. Die Reise vom Barockgarten Großsedlitz nach Dresden findet in einem speziell ausgerüsteten Hänger statt. Der sichert die Pflanzen gegen ein Verrutschen und gegen Umstürzen. Der Fahrer darf also nicht zu schnell fahren. Der muss also entsprechend aufpassen, dass er bei Straßenbäumen und so weiter und verschiedenen Sachen, da also die in einer gewissen Höhe da so sind, dass er da nirgendwo hängen bleibt. Steffen Papst sorgt sich um die empfindlichen Neutriebe an den Kronen. Die Arbeit eines ganzen Gärtnerjahres. Aber der Fahrer ist vorsichtig und nach einer Dreiviertelstunde kommen die Bäumchen wohlbehalten im Zwinger an. Hier werden sie schon von Carsten Otto und Juliane Gestrich erwartet, die die 75 Bitterorangen im Zwinger aufstellen. Einige auch nach genauer Anweisung der Baumpaten, die die Pflege finanzieren. Es gibt einzelne, so 2, 3 Stück, die wollen an einen speziellen Platz und da kommen sie auch hin. Aber wer da nie sagt, dass er einen speziellen Platz haben möchte, der wird irgendwo hingestellt. Dennoch müssen die wertvollen Bäumchen vor Mensch und Wetterunbilden geschützt werden. Größte Gefahr sind eigentlich die Leute, sag ich mal. Also wenn da irgendwie jemand Blödsinn mittreibt, ja, da ist man nie vorsicher. Ansonsten, naja, windig ist es manchmal ganz schön, deswegen machen wir die auch mit 2 langen Eisen im Boden fest. Und die Stricke sind ja auch noch ein bisschen, dass die Krone sich nicht zu viel bewegt, weil man reißt nämlich unten so ein bisschen die ganzen kleinen Wurzeln ab. Ja, das sind eigentlich so die Hauptprobleme halt. Wenn alle Pomeranzen ihren Platz im Zwinger eingenommen haben, hört die Arbeit für die Gärtner nicht auf. Im Gegenteil, bei trockenem Wetter müssen die empfindlichen Bäumchen täglich gegossen werden. Eigentlich wäre im Zwinger sogar noch Raum für mehr Pomeranzenbäumchen. Aber im Großsedlitzer Winterquartier sind derzeit alle Plätze voll. Die Pomeranzen auf Tour durch Sachsen. Man könnte sozusagen von einer Schnuppertour sprechen, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie das Aroma ganz ordentlich versprüht haben. Und mit Aroma haben wir schon das nächste Stichwort, denn da will ich hin. So, Andrea, du hast ja sozusagen alles für die Nase aufgebaut. Es geht sozusagen durch den Kopf ins Herz. Das ist eine gute Beschreibung, die werde ich mir hoffentlich gleich selber merken. Denn die Nase als Sinnesorgan betrachtet ist der kürzeste Weg zu den Emotionen des Menschen. Da kommen wir an unsere archaischen Gefühle ran. Ich kann jemanden nicht riechen, hat auch damit zu tun, ne? Das hat auch damit zu tun, das ist was ganz Biochemisches und da kann man auch manchmal die Brücke nicht schlagen. Aber wenn man jemanden gut riechen kann, dann ist das eine feine Sache. Jetzt wollen wir mal ehrlich sein, wir haben uns vorhin schon mal kurz unterhalten und du hast mir gesagt, du hättest etwas dabei, was zum Beispiel gegen Lampenfieber wirkt. Kann ich mir nicht vorstellen, aber... Ich halte es schon ganz doll fest. Also Lampenfieber? Ich habe Lampenfieber, na klar habe ich Lampenfieber. Und dann scheint es ja nicht zu wirken. Weil ich noch nicht genug genommen habe. So, ne, dann. Es ist einfach, heißt Neroliöl und das ist ein Destillat der Bitterorangenblüte. Hier haben wir eine Destille stehen. Das ist so, da wird es drin gemacht. Da wird das, ist das Prinzip mal deutlich. Im richtigen Leben, wo richtig es um Gewinnung geht, sind die Destillen sehr viel größer. Da kommen die Blüten rein, da wird Wasserdampf drüber geleitet und dann sondert sich das ätherische Öl ab. So riecht es dann. Das ist jetzt schon verdünnt auf 10%. Das ist ein richtiges Kraftpaket, wenn es dann so konzentriert von der Pflanze kommt, um einfach mal zu verstehen, wie auch die Preise bei ätherischen Ölen zustande kommen. Man braucht, um 1 Liter Neroliöl zu gewinnen, 1 Tonne, sprich 1000 Kilo Blüten. Das muss man sich mal auf dem Berg vorstellen. Das ist schon ein Verhältnis, das will erst mal geschafft sein. Und ein Neroli-Baum sollte 20 Jahre alt sein, um Blüten zu bringen, die dann auch wirklich einen Ertrag liefern, einen wunderbaren Duft. Das Interessante ist ja, was auch ich vorher nicht wusste, dass noch bevor man diese Orangen zum Beispiel hier gegessen hat, hat man sie tatsächlich zur Aromagewinnung genutzt. Das geht ja bis in den Barock zurück, richtig?
Weiter. Weiter sogar? Weiter. Die ganzen Zitruspflanzen sind ja im Prinzip aus China und Nordindien in den Mittelmeerraum gekommen. Und die haben von Barock noch nie was gehört. Ich muss ja leider ins Wort fallen, ja, weil wir wollen gar nicht vom Barock wieder weg. Im Gegenteil, wir wollen beim Barock bleiben. Wir wollen Ihnen nämlich zeigen, der Barock hat auch heute noch ganz viele Anhänger. Und die werfen sich nicht nur in die barocken Gewandungen, sondern sie legen höchstwahrscheinlich auch ein wunderbares Aroma auf. Und jetzt möchte ich das ehrlich gesagt haben hier mit dem gegen Lampenfieber. Es raschelt und rauscht in der Ankleidekammer. Annette Günther-Jahn verwandelt sich von der Erzieherin aus Greutsch in die Herzogin Luise Dorothee von Sachsen-Coburg-Altenburg. Zwei Zofen sind ihr dafür eine Dreiviertelstunde lang behilflich. Welches Mädchen träumt nicht davon, Prinzessin zu sein? Und irgendwann wird es wahr. Man fühlt dann, wie diese Person im 18. Jahrhundert. Und man ist sie dann auch. Ich glaube, wenn ich Herzogin in Gotha, bin ich Herzogin in Gotha. Und so bin ich dann im normalen Leben ganz bestimmt nicht. In andere Zeiten, in andere Rollen schlüpfen zu wollen, das verbindet die Mitglieder des Vereins Barock in Dresden, die mit großem Ehrgeiz für ihre Auftritte üben, gern in Samt und Seide. Historisch genau bis ins Detail. Naja, beinahe. Das ist, damit die Strümpfe einfach halten. Sonst rutschen die mir während des Balls runter und dann ist das nicht so angenehm. Denn beim barocken Tanz wird das Beinkleid immer wieder beansprucht, wie auch der Kopf. Komplizierte Choreografie, raffinierte Schrittfolgen. Andreas Baumgart war früher Turniertänzer und hat Spaß an der Herausforderung. Der Barocktanz ist ja eher der Vorläufer vom Ballett. Und wenn man sich die Ballettausbildung anguckt, dann ja, Fuß genau setzen, 45 Grad und sowas. Und jede Bewegung hat ihren Ausdruck. Und das gefällt mir sehr. Der Barocktanz war übrigens das Speed-Dating des 18. Jahrhunderts. Es ging um mehr als ums Tanzen. Die Tänze des Barock sind eigentlich ein Umeinanderwerben. Ein Umeinanderwerben von Damen oder Herren oder ganzen Freundeskreisen. Und da fand es nicht nur statt, dass man verschiedene Choreografien gelernt hat, sondern man hat auch mit den Augen getanzt. Festliche Musik, gravitätisches Schreiten, artiges Drehen, ein jahrhundertealtes starres Regelwerk, nichts für Hektiker. Einen Traum haben die barocken Tänzer, dass noch mehr Menschen mit ihnen gemeinsam das Tanzbein schwingen wollen. Getanzt wurde im Barock sehr viel und eine ganz besondere Frau ist jetzt hier bei mir angetanzt, sozusagen eine sehr späte Angestellte von August dem Starken. Das ist die Schlossleiterin des Barockgartens Groß-Sedlitz, Frau Dr. Andrea Dietrich. Ich grüße Sie, hallo. Guten Tag. Was macht denn für Sie diesen besonderen Reiz der Anlage aus? Ja, das ist zunächst mal eine Anlage, wie es sie in Sachsen so kaum gibt und auch, man muss sehr weit fahren, bevor man auch eine ähnliche Anlage findet. Diese terrassenförmige Anlage im italienischen Barockstil kombiniert mit den Alleen, wie sie Frankreich kennt, wie sie in Versailles gibt. Wenn wir uns hier mal umdrehen, man nennt es ja nicht ohne Grund das sächsische Versailles. Es ist auch ein kleines bisschen größenwahnsinnig, wenn man so das salopp formulieren kann, oder? Ja, August der Starke war ja größenwahnsinnig. Aus heutiger Sicht hat er ein kaum zu bewältigendes Pensum hier geschafft. Und man muss dazu sagen, es ist ja auch nur etwa ein Viertel der Anlage überhaupt entstanden. Also die sollte viel größer werden. Da Sie ja jeden Winkel kennen, würde ich gerne Ihre drei Lieblingsorte sehen wollen hier im Barockgarten Groß-Sedlitz. Kriegen wir das hin? Ja, dann gehen wir zuerst mal hier zur stillen Musik. Ich folge Ihnen auf dem Fuße. Frau Dr. Dietrich, die stille Musik klingt paradox. Ja, hinter uns diese wunderbare Schöpfung Pöppelmanns ist ja durch Putti geschmückt und diese Puttis halten teilweise Musikinstrumente in der Hand und daher kommt der Name. Und außerdem wird hier jeden Tag die kleine Wassermusik aufgeführt. Aber wo wir uns gerade jetzt hier lang bewegen, da war es nicht immer angebracht lang zu gehen, es hätte gefährlich werden können, richtig? Ja, hier wurde geschossen und zwar auf den Weißen Adler, den polnischen Weißen Adler, weil August der Starke hier das Ordensfest veranstaltete am Namenstag, an seinem eigenen Namenstag, um auch den polnischen Adel zu motivieren. Frau Dr. Dietrich, schnell weg, ehe Sie jemand für einen weißen Adler hält. Nackte Männer im Nachmittagsprogramm, das gibt es sonst nur bei den privaten Sendern. Heute haben wir es aber auch hier, der Herkules.
Ja, barocke Gärten haben so ihre Symbolik und August der Starke hat sich ja gern als Herkules dargestellt. Und eine weitere Symbolik sind die goldenen Früchte. Und Herkules hatte ja als eine seiner Aufgaben, die goldenen Früchte der Hesperiden zu holen. Hat er ja aber nicht, oder wo soll er sie hinstecken? Hat er ja keine Taschen. Wir mal drum herum gehen. Den meisten Besuchern erschließt sich das gar nicht so sehr. Ich bin echt gespannt. Und wenn man auf seine Hand schaut, sieht man drei Früchte, nicht mehr golden, aber es sind die goldenen Früchte. Sie müssen wirklich auf die Hand schauen, ja? Ich weiß genau, wo Sie hingeguckt haben. Die drei goldenen Früchte. Wunderbar. Und wir gehen weiter zur Kaskade? Gerne. Sehr schön. So, Frau Dr. Dietrich, der letzte Ihrer Sehnsuchtsorte hier. Kaskaden. Ich habe immer gedacht, das hätte was mit Wasser zu tun. Dass es auch anders geht, sehen wir hier. Ja, das war Augusts große Idee, hier eine Kaskade zu errichten, die sogenannte Waldkaskade. Sie sollte der prächtige Mittelpunkt und die Mittelachse zu seinem neuen großen Zentralbauschloss werden. Leider ist es wahrscheinlich auch am Geld gescheitert. Wasserleitung zum Beispiel ist nie vollkommen fertig geworden. Ist hier mal Wasser drin gewesen? Das wissen wir nicht hundertprozentig. Wir vermuten fast nicht, weil das Wasser müsste ja hierher gebracht werden. So, Frau Dr. Dietrich, dann bedanke ich mich für diese Privatführung. Gerne. Und lasse Sie jetzt die nächste Führung machen, wo Sie sich um die Besucher des Schlossgartens kümmern. Und Ihnen stellen wir jetzt einen Mann vor, der kümmert sich eigentlich ausschließlich um Zitronen. Vor über 2 Monaten war für Manfred Reichenbach aus Hohenstein-Ernsthal Erntezeit. Bei tropischen Temperaturen gedeihen in seinem Gewächshaus die Zitronen ganz hervorragend. Über 25 Kilo hat er in diesem Jahr geerntet. Ich bin zufrieden hier mit der Ernte. Die Zitronen schmecken so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Fruchtschale, ganz einwandfreies Aroma. Und oh, die Säure ist auch ganz einwandfrei. Früher war Manfred Reichenbach Chef einer gärtnerischen Produktionsgenossenschaft. Mitte der 80er Jahre fasste er einen verwegenen Entschluss. Das war ja eine Devisenfrucht, der Import von Zitronen. Wenn man Zitronen anbaut, die brauchen ja bloß einen Winterschutz. Und da kam die Idee, Zitronen in ein Rollhaus anzubauen. Im Sommer sollte die DDR-Zitrone draußen wachsen, im Winter sollte sie ein fahrbares Gewächshaus bekommen. Als die DDR verschwand, blieben die Bäumchen bei ihm. Mit viel Liebe hat er daraus die sächsische Zitrone gezüchtet. Sachsenring heißt sie, weil Manfred Reichenbachs Gewächshaus an der berühmten Rennstrecke steht. Ich habe mich schon unterhalten mit dem Management hier vom Sachsenring, dass der Sachsenring-Name nicht hier geschützt ist, dass ich den verwenden darf. Und deshalb wird es die Sorte Sachsenring. Ich denke, es ist alle Ehre. Im nächsten Jahr will der 84-Jährige noch mehr ernten. Und deshalb hat er sich ein Hummelvolk ins Gewächshaus geholt, damit es fleißig seine Zitronenbäume bestäubt. Jetzt will er testen, wie seine Sachsenring im warmen Klima wächst. Ein Bekannter aus Hohenstein soll ihm helfen. Der dort so einen Bioladen hat und eine Anlage in Portugal. Und da gebe ich dann die Pflanzen zum Test mit. Da könnte das durchaus möglich sein, dass die hier am Sachsenring gezüchtete Sorte Sachsenring in Portugal angebaut wird und in Hohenstein wieder über den Ladentisch geht. Dann würden noch mehr Menschen in den Genuss seiner Sachsenring-Zitrone kommen. Manfred Reichenbach schmeckt sie übrigens am besten mit Zucker, Kaffee und etwas Hochprozentigem. Na dann, Prost. Und da bin ich wieder aus dem Winterquartier der sächsischen Pomeranze. Und während ich hier bin, vernasche ich Familienmitglieder. Super. Naschen ist übrigens auch ein richtiges Stichwort. Deswegen bin ich jetzt bei Eva Melzer. Bei dir sieht es echt lecker aus. Ich habe heute schon viel über die Pomeranze erfahren. Ich habe an ihr gerochen. Nur gegessen habe ich noch nichts. Ich glaube, das können wir bei dir ändern. Ja, genau. Also bei mir kann man ganz viel kosten und durchprobieren. Wir haben ca. 30 Sorten von Fruchtaufstrichen heute mit und Marmeladen. Unter anderem aber auch Senf und Chutney und Salze und alles Mögliche. Jetzt stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel. Ja. Du bist ja immerhin deutsche Meisterin der Marmeladen, des Marmeladengewerbes, oder wie nennt man das? Ja, vom Marmeladencasting oder Marmeladenmeisterschaft. Arbeit hier. Haben wir mehrfach mitgemacht und haben natürlich auch schon mehrere Preise gewonnen. Auf der Grünen Woche war es, sieht man am Oberteil? Ja, genau. Das habe ich gedacht. Das passt gut dazu. Ja, Grüne Woche, der letzte Preis war jetzt die Aprikose mit Bergamotte.
Bergamotte ist auch eine Zitrusfrucht, eine ganz alte. Und dann haben wir aber auch, was der Renner ist bei uns eigentlich, von der beschwipsten Orange mit Ingwer. Beschwipste Orange mit Ingwer, da ist sozusagen Frühschoppen immer mit gleich dabei beim Frühstück. Finde ich sehr hervorragend. Was sind deine Lieblingskreationen? Kannst du dich entscheiden? Das ist ganz schwer, aber meine Lieblingskreationen sind eher so die säuerlichen Sorten, zum Beispiel Johanna Grappa liebe ich sehr, oder eben dann die Orange oder auch Bitterorange, also Pomeranze. Herrlich, was man nicht alles mit Pomeranzen machen kann. Ich finde es sehr, sehr schön, werde mich hier gleich noch durch dein gesamtes Portfolio durchkosten, aber weil ich weiß, da ist zum Teil Alkohol drin, machen wir die Sendung erstmal noch zu Ende und dann geht's weiter. Wenn Sie zu Hause auf den Geschmack gekommen sind und auch Eva mal kennenlernen wollen, all die Pomeranzen besuchen wollen oder einfach nur ein Auge in den Barockgarten Großsedlitz werfen wollen, dann kann ich Ihnen nur ans Herz legen, machen Sie das, denn die sächsischen Zitrustage gehen auch morgen noch weiter. Es wird schönes Wetter, es gibt also keine Ausreden. Kommen Sie vorbei und holen Sie sich ein wenig Einblick in Orangenhaut. Es gab schon bessere Abmoderationen, deswegen kommen Sie selber her. Machen Sie es gut. Tschüss. So, Eva und wir zwei, wir fangen jetzt an zu schnabulieren. Und nächste Woche haben wir Benzin im Blut. Mit Vollgas geht's zum Opel-Treffen in Oschersleben. In der Motorsport-Arena treffen wir Oldtimer-Liebhaber, Fun-Car-Besitzer und jede Menge einfach Autoverrückte. Zigtausende werden erwartet. Eine Sendung rund ums Auto, das ganz Besondere. Nächsten Sonnabend, MDR vor Ort, 16 Uhr.